Nee, Scan. Ja, wir hatten viel Spaß beim letzten Mal. Und jetzt gucken wir nach Busa. Ich hoffe, der schickt mich nicht zur Horde. Erdi. Hey Deacon, wie kann ich dir helfen? Das ist Busa. Ist er okay? Ja, nein, ist er nicht. Er ist nicht krank oder so, es ist nur. Tja, ich sagte dir ja, dass es eine große Umstellung wird. Hast du irgendwelche Pillen da? Antidepressiva oder sowas? Nein. Sorry. Okay. Warte. Ich weiß, was passiert ist. Wie er die Kerle verfolgt hat, die Hunde getötet haben. Ja, und das hätte uns beinahe selbst umgebracht. Tja, vielleicht ist das die Antwort. Dass er uns beinahe umgebracht hat? Also, was liebt William so sehr, dass er sein eigenes Leben dafür riskiert? Er braucht nichts, um seinen Körper zu heilen. Er braucht etwas für seine Seele. Verstehe. Danke, Eddie. Etwas für seine Seele. Dann brauchen wir wohl einen Hund für ihn, wa? Gut. So, erstmal hier schön neuer Fertigkeitspunkt in den Nahkampf. Dich durch schnelles Rollen zu erholen, wenn du niedergeschlagen wurdest. Okay. Stierlauf. Fähigkeit beim Sprint, einem normalen menschlichen Gegner oder Schwärme mit einem Nahkampfangriff zu betäuben. Das ist auch nett. Ist alles nett. Wir machen mal den hier. Die Abrechnung gemeistert. Drücke R, wenn du aufgefordert wirst, um eine kritische Eliminierung auszuführen. Okay. L sein. Und wir reparieren. E. Ach, kann ich ja hier nicht. Geht ja nicht im Camp. Das macht das Leben, Blair. Muss ich mit dem Bike hier stehen? Nee. Hast du, was du brauchst? Ja, absolut alles. Los? Reparieren wir jetzt endlich den Stromumwandler. Reiß die Dusche und so. Hey, du klingst ziemlich aufgeregt. Wir sind Lichtbringer, Deke. Was? Es heißt schließlich, bevor du das Dunkel verfluchst, entzünde ein Licht. Wir haben in den letzten 2 Jahren nichts als geflucht. Wir bringen Lost Lake den Strom zurück und entzünden damit ein Licht. Ja, es gibt ja nur ein Problem. Das wäre, Deke? Licht zieht all das Ungeziefer an und sorgt dafür, dass es dich viel besser findet. Hey, wir sind da. Das ist hier fix. Mist. Schwärmer. Ich hatte gehofft, es wären keine da. Tja. Wir haben doch sonst auch kein Glück. Achso, jetzt kann ich reparieren. Hopp. Müssen wir jetzt ausschalten? Es sind ja nur 2 bisher. Drei, ja. Wollte ich auch einfach so kaputt machen. Ich weiß jetzt nicht, was dagegen spricht. Und da. Bonk. 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 So, kritische Eliminierung. Wo bleibst du? Okay, das waren wohl alle. Mist. Eigentlich habe ich keinen Bedarf gerade an Munition. Doch, habe ich. Ich habe ja wie wild rumgeballert, oder? War das in einer anderen Welt? Das war eine Parallelwelt. Na gut. Darf an Schrott hätte ich aber. Aber Zwischensequenz. Okay, um das zu reparieren, muss ich da hochklettern. Hast du das schon mal gemacht? Nein, aber irgendwann ist ja immer das erste Mal. Genau. Okay, los, hilf mir hoch. Gut, bereit? Aha. 1, 2, 3! So, jetzt muss ich sie beschützen. Wenn du fällst, kann ich dich nicht mehr halten. Hey, danke! Ich werde mich dran erinnern. Jetzt greifen die doch an. Na, wie ist das?
um. Nicht unter die Gürtellinie hauen, Leute. Das ist unfair. Scheiße! Krabbler! Ich hab sie! Dean! Oh, oh, sie wird auch angegriffen. Ja, Moment. Hup. Aua. Halten nicht viel außer. Jetzt wird's aber. Jetzt ist aber Schluss mit lustig. Jetzt ist aber Schluss mit lustig. Nee, 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 nee. Von. Überall, warte! Shit, sie sind überall! Okay, das war mies gezielt. Okay. Ich komm runter. Oh, ich sollte mich mal heilen. Verdammt nochmal. Das hat Spaß gemacht. Ja, das sollten wir unbedingt mal irgendwann wiederholen. Ja, und ich rede mit Skizzo, dass wir hier Stacheldraht anbringen müssen. Gegen die Krabbler. Das ist wieder so ein Scheißjob, den er mir gibt. Du schaffst das. Komm, ich muss noch was überprüfen. Und was? Ob die Dusche funktioniert? Ich muss mir mal eben den Schrott hier aus dem Polizeiauto holen. Mega, 5. Und den hier drüben wollte ich jetzt auch gerne noch haben. Du entfernst dich zu weit vom Missionsgebiet, kommt gleich bestimmt. Nee, kommt's nicht. Also bevor ich das mache, reparieren. Nicht, dass wir da über die 10 drüber gekommen wären oder so. Weiß man ja auch nicht. Kann jetzt hier auch nicht dran vorbeigehen. Es tut mir leid, aber Schrott ist einfach so elementar wichtig für die Nahkampfwaffe, dass man hier auch keinen kriegt. Ja. Okay, wo fahren wir hin? Also, deine Lady? Okay, woher zum Teufel? Man muss nur 2 und 2 zusammenzählen, Deke. Du hast sie im Nero-Flüchtlingslager verloren, dem nördlich von Belknap. Und in letzter Zeit sehen wir überall Nero-Helis. Worauf hoffst du denn bitte? Ein Wunder? Dass sie bei ihnen an Bord waren? Sowas in der Art. War sie aber nicht. Nein. Tut mir leid. Dazu, es ist nicht der Rede wert. Lass einfach gut sein. Okay. Wow, es hat sich rumgesprochen. Ich bin gleich soweit. Die gesamte Anlage bezieht ihren Strom von hier. Ich habe die Sicherung gezogen, damit es keinen Kurzschluss gibt. Okay. Bereit, wenn du es bist. Na schön. Na schön! Hör zu! Okay. Die letzten Monate waren hart. Da gibt's nichts schön zu reden. Uns fehlen Nahrung, Medizin, einfach... einfach alles. Doch wir haben eine Sache im Überfluss. Und ohne die ist alles andere bedeutungslos. Und das ist Vertrauen. Vor einiger Zeit kamen weitere Drifter zu uns ins Camp. Einige sagten, schmeißt sie raus. Wir haben ja nicht mal genug für uns. Und andere vertraut ihnen nicht. Heute bestätigt sich, was ich immer gesagt habe. Wir brauchen jeden. Jeden Einzelnen, der gewillt ist, hier zu sein, hier zu arbeiten und uns beim Wiederaufbau zu helfen. In den letzten paar Monaten hat Ricky genau das getan. Aber sie schafft es nicht allein. Sie braucht Hilfe. Heute Abend passiert es. Weil wir einen Drifter ins Camp gelassen haben und ihm Vertrauen geschenkt haben. Heute werden wir die Dunkelheit hinter uns lassen. Ja.
Danke, danke! Oh mein Gott! Hey, ihr zwei, ich hab da noch eine Flasche. Komm. Dein Stichwort. Ja, gute Nacht. Hey, was ist passiert? Gar nichts. Komm, wir gehen zu Eddie. Die Frau auf dem Foto, das ist sie, oder? Das ist meine Frau, ja. Blöde Frage. Tut mir leid, Deke. Nein, schon gut. Sie ist schon lange tot. Muss trotzdem echt blöd sein, sich wieder Hoffnung zu machen, nur um... Ach, keine Ahnung. Ich wünschte, ich könnte was für dich tun. Ich wüsste da was. Was? Red nicht mehr drüber. Okay. Eddie! Aber das Licht brennt. Ich glaube nicht, dass sie da ist. Eddie, bist du da? Na dann, ausziehen. Wie ausziehen? Zieh dein Shirt aus und setz dich. Dazu, es ist nichts. Deacon, du riskierst eine Infektion. Mhm. Ich mag Ingenieurin sein, Deke. Aber das soll nicht heißen, dass... Aha, dass ich keine Wunde behandeln kann. Ja, da wäre ich nie drauf gekommen, wenn man bedenkt, wie du all diese Schalter und Kabel und alles gestreichelt hast. Okay, das könnte wehtun. Nur ein bisschen. Bereit? Okay. Oh, scheiße, okay. Wirklich? Nein, warum warten wir nicht, bis Eddie zurück ist, huh? Stillhalten. So, das war's. Heulsuse. Ich sag dir doch, es ist nichts. Das hast du. Oh, wow. Du hast echt was abgekriegt. Ja, mehr als einmal. Scheiße, das stimmt. Woher stammt die hier? Afghanistan oder der MC oder später? Ich weiß es nicht mehr. Was ist mit dir hier? Ricky, ich weiß nicht, ob... Man sagt, Eddie mag es gar nicht, wenn andere mit ihrem Kram rummachen. Ja, das habe ich auch gehört. Was ist mit der hier? Ach, Ricky. Ich bin nicht verheiratet. Okay. Komm doch einfach morgen mal vorbei, damit Eddie dir sagen kann, wie gut ich das hier gemacht habe. Ricky, Dick, es ist schon gut. Gern geschehen. Hey, Deacon? Zünde ruhig auch meine Kerze an. Da draußen kann es echt düster werden. Aus der Dunkelheit. Nein, so weit ist er noch nicht. Ich hätte ja gerade mal an... drüber wegzukommen. So, wenn ich fürs Camp arbeite, darf Boosa bleiben. Das haben wir geschafft. Boosa darf bleiben. Damit haben wir ein neues individuelles Design freigeschaltet. Ja, und wie kann ich das denn jetzt bitte machen? Wo? Wo kann ich das draufpappen? Also auf mein Bike, ja, aber wie? Was gibt's? Was ist los mit dir? Ich guck hier nochmal. Deacon St. John, wie geht's dir? Hey, Bas. Optik. Scheinwerfer, das sind halt diese ganzen Sachen. Kleidung? Nee.
Das ist Blödsinn. Lackierung muss es ja sein. So, dann gibt es Akzentlackierung. Da gibt es dann aber glänzend, matt, metallisch. Das sind dann halt hier die 1000 verschiedenen Farben. Das ist halt irgendwie nett, aber auch nicht das, was ich will. Rahmenlackierung ist auch nicht das, was ich will. Aufkleber, oder ist das bei den Aufklebern mit drin? Kann auch sein, dass das einfach solche Sachen sind, die jetzt neu dazugekommen sind. Ich habe keine Ahnung. Ach, individuelle Akzente. Hier, guck mal. Zack. Ah, so, dann haben wir hier Rennfahrer, Horde, Jäger, marode Straße, Fervil Mongrels. Ach, von Uncharted gibt es hier auch welche. Okay. God of War gibt es auch. Okay, man muss also die Spiele gar nicht haben, um das zu kriegen. Horizon Zero Dawn. Seifenfilter. Death Stranding mal wieder. Copeland's Camp. Act of Leon, Hot Springs. Radrüsten. Ah, er ist mein Bruder. Der Lebensunterhalt. Komm, wir machen hier mal erst mein Bruder. Der sieht gar nicht schlecht aus. Jawohl, ich hab's rausgefunden. Bis später oder so. Okay, wir sind gerade wieder ohne Mission. Was, Simon, allzu Hilfe. Schon. Und wir haben halt die Story hier abgeschlossen. Aber gut, als nächstes wird es wahrscheinlich hier Randale im Camp geben. Schön, dich zu sehen. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Wir fahren einfach mal raus und gucken, wie er uns als nächstes anfängt. Was hat sich das hier nochmal an? Gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. So, lass mich raus, damit ich wiederkommen kann. Deacon, hörst du mich? Deacon, bist du da? Alkai, hey, hörst du mich? Alkai, kommen. Verdammt, jemand muss hier zuhören. Bei der Grabung. Ah, wie läuft's bei dir, Tanner? Das ist so ein Mistvieh. Alter, also diese mutierten Wölfe sind echt heftig. Jäger, wie läuft's bei dir, Tucker? Ich dachte, ich wäre euch erstmal los. Kommt da noch was? Deacon, bist du da? Ja, Adi. Hey, hör mal. Ein Patient von mir hat uns gehört. Er hat einen gesunden Hund gesehen. Okay, ich höre. Südlich von Sherman's Camp liegt. Och, kommt, ey. Ich möchte doch jetzt hier einfach nur diese Nachrichten hören. Sowas ist einfach nervig. Südlich von Sherman's Camp liegt eine Anlage. Ein paar Hütten im Wald. Weißt du, welche ich meine? Nein. Okay, sie liegt am Santiam Highway, der zum alten Sägewerk führt. Und Ricky sagt, ihr wärt da gewesen wegen der Horde. Ja, als ihr einen Tag lang unterwegs wart. Zum Damm. Oh, ja, ja, okay. Ich weiß, wo du meinst. Da muss ich hin. Also jetzt schicken sie mich zu den ganzen Orden immer hin. So, und Tucker, hat sie jetzt mich erreicht? Haben wir jetzt hier eine neue Mission gekriegt? Nö. Haben wir nicht. Dann müssen wir da rein. Und ich glaube mittlerweile, es gibt kein neues Missionsgebiet. Ich hätte echt gedacht, es gibt vielleicht ein neues Missionsgebiet, dass wir weiterreisen. Aber irgendwie zweifle ich das gerade so ein bisschen. Dachte ich mit Achievement, ja, hier hast du alles erreicht. Hätte ich gedacht, ja, okay. Haben wir jetzt auch alles erreicht, aber scheinbar bleiben wir hier auf diesem Gebiet. Was auch völlig okay ist. Groß genug. Ich keine Lust auf die nächste Horde. Weil die war nicht hier. Deserteure, verdammte Dreckskerle. Ihr glaubt, ihr könnt mich überfallen und kommt damit davon? Hinterhaltcamp entdeckt. Wupp, wupp. Nö, geh weg. Gut. Es muss ihr doch irgendwo sein. Wo habe ich denn jetzt einen Hinterhaltcamp entdeckt? Da habe ich einen Hinterhaltcamp entdeckt. Okay, das werden wir auf jeden Fall. Müssen wir anschauen.
Komm schon, Kleiner. Wo steckst du? Oh, erstmal schauen wir uns hier um. Bundy, wo bist du? Hirsch. Wo würde ich leben, wenn ich ein Hund wäre? Hast du eine Hundhütte? Tja. Gott, die sind vom Hirsch abgelenkt. Sehr gut. Aha. Abgeschlossen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ah, hier ist auch ein Hinweis. Wir hätten da rein müssen. Und hier ist ja auch wieder Suchgebiet. Hier hoch. Hallo, du sollst auf den Tisch. Er kann nicht auf den Tisch. Aber mit dem Klettern hier ist immer... Kann er auch nicht hoch. Auf die Mülltonnen kann er auch nicht hoch. Hier. Zahnabdrücke. Ja, ganz eindeutig. Wieder mal ein kleines Röhrchen. Okay, dann ist er hier hinten raus. Nee, ist nicht raus. Wieder gefressen. Hundefutter. Schachtel mit Hundeleckerlis. Okay. Und jetzt haben wir eine Markierung gekriegt. Jetzt muss ich die Tür noch aufkriegen. Fest verriegelt. Kriege ich nicht auf? Ach, der Hirsch kommt jetzt in meine Richtung. Naja. Ich kann ihn hören. Er muss gerade. Da ist er. Hier? Was? Wo? Ist er eingebuddelt? Hä? Hä? Hey, Kumpel. Hallo. Wie geht's dir, Kleiner? Komm her. Hey, Kumpel. Hallo. Komm her, Kumpel. Hey. Hallo. Okay, komm her. Komm her. Okay. Oh mein Gott. Schon gut, schon gut. Na gut. Schön. Ganz wie du willst. Okay. Okay. Hey! Was? Wach auf, ja? Du fauler Dreckskerl! Was ist denn los, Mann? Was ist das? Shit! Oh, shit! Hey! Hey, wie geht's dir, Kleiner? Hey, oh, ganz ruhig! Hey, 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 lass das! Moment! Moment, warte doch mal! Wo kommst du denn her? Guck mich nicht an. Ja, ja, ja. Hey, 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 du hast doch bestimmt Durst. Los, holen wir dir ein bisschen Wasser. Was meinst du? Ja, wunderbar. Hat funktioniert. Also zumindest scheint es soweit zu funktionieren. Oh, hier, wie viele Erfahrungspunkte das gab. Wahnsinn. 60%. Aber er hat das Messer abgemacht. Wir haben uns ja so viel Mühe gegeben, da das Messer und alles zu sammeln, und nun macht er nicht mehr. Das ist ja nicht schlimm. Alles klar. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen.
Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dick, bist du da? Wir müssen uns treffen. Ich höre dich, Skizzo. Was willst du? Ich hab zu tun. Hör zu. Ich weiß, dass du dem Camp nur helfen willst. Und ich will dir helfen und dem Camp. Triff mich hinter der Lodge. Skizzo Ende. Da geht's jetzt also weiter. Nee, du verarschst mich. Ja, das wird noch interessanter. Mit der Hilfe fürs Camp. Naja, dann geht jetzt langsam der Sturz wahrscheinlich los. Wir werden sehen. Beim nächsten Mal. Bis dann.